stellen ich schaut mir ein Kinderbuch für die Krumpernickel. Und das Buch habe ich eben selber geschrieben, selber illustriert und auch selber mit meiner neuen Firma Atelier Kannerbo rausgebracht. Also ich kriege ihn seit letzten Monaten am Boutique, also seit dem 29. am Boutique zu kaufen. Und das ist eben ein flottes Buch für Kanner ab 3 Jahren und von einer dicken Grumpa, die immer muss fortlaufen, weil sie eben so skiert geht und eben ganz viel erlebt. Dann kann ich auch ein bisschen erzählen, wie ich so ein Buch mache. Also, ich fahre nicht so ganz klassisch wie manche andere Leute arbeiten. Also, ich mache für dich, dass ich mir eine Grundidee überlege. Und da gehe ich ziemlich schnell und Bilder. Und den Text, den ich hoffe, den schreibe ich eigentlich nur dabei, wenn die Bilder fertig sind. Das heißt, meistens schaffen die Leute umgedreht, dass eine Geschichte geschrieben ist und dann Bilder gemacht. Bei mir ist das den anderen Weg. Ich kann euch auch vielleicht ein paar Bilder weisen am Buch. Also die erste Doppelseite, hey, da sind Grumpernebel, ich hoffe, sie tanzen. Und ja, ich habe natürlich auch einen Sponsor. Ich habe eigentlich zwei Leute, die mich unterstützen beim ersten Projekt mit Atelier Kannerbuch. Das ist auch Naturata und Focuna, der Fonds Culturel National. Kann ich auch vielleicht kurz erwähnen. Und da geht eigentlich auch schon an, wo die dicke Grumpa dann da am Boden liegt, zu schlafen, die Grumpernickel, und wie ihr dann eben auf den Reis könnt, von dann eben vom Biobauer aus dem Feld rausgeholt wird und eben auf dem Traktor gelötet wird. Und da geht es den Reis eben an, weil der natürlich essen wollen, mit die dicke Grumpa das natürlich nicht so gern hat. Mehr erzählen ich nicht, weil es soll ja noch spannend bleiben. Ich will euch auch eine Illustration weisen, wo ihr eben noch gesagt wie groß und dick die dicke Grumpernickel wirklich ist. Und eben, wo dann der Biobauer Schuss Grumper dann eben mit hinbringt, für die Frau zu weisen. Und da dezidiert sich da ganz vieles für die Grumper. Und das ist eben noch ein Original. Ich will Bilder auch mal dann schauen. Ich mache noch Lesungen. Und für die ganz Kleinen schon, also ab 3 Jahren, bis 10 Jahre, das ist Präkurs, Spielschule, 1., 2., 3., 4. Schuljahr, gehe ich auch mit meinem Buch lesen. Ich habe auch alle Jahre für Druck gemacht, mit dem Wolf Knackzand. Also ich sehe hier bei diesem Wolf, Monster im Garten, aus dem Stips gemacht, hallo auch der Krumpernickel. Und da kann ich noch mehr Informationen über die als Internetseite kriegen, also kannerbuch.lu. Wenn ich an die Schule gehe, dann mache ich auch ein kreatives Atelier oft mit den Kanner. Da schien noch ein bisschen weisen, wie ich eigentlich gemalt habe, wie die Bilder entstanden sind, dass wir auch ein bisschen Techniken zusammen ausprobieren. Das hat auch ganz flott.